Mein Sith Lord, ich habe in meiner Freizeit an etwas gearbeitet. Das könnte euch interessieren. Na los, überrascht mich. Vor einigen Jahren machte ich Jagd auf einen berüchtigten SID-Agenten namens Voloren, als mich Moff Broisk zur Schlacht von Drakenwell zurückrief. Ich hatte den Spion schon in die Ecke gedrängt. Broisk hätte nur jemanden schicken müssen, um ihn dingfest zu machen. Er hat es versäumt. Was ist an diesem Voloren so besonders? Er hat uns im Laufe der Jahre mehr Schaden zugefügt als jeder andere republikanische Agent. Eine entgangene Chance hat zu einem ganzen Jahrzehnt unnötiger Verluste geführt. Ich kenne Volorens Handschrift. Ich habe seine Arbeit verfolgt und bin ihm so auf die Schliche gekommen. Ihr müsst ihn unbedingt ausfindig machen. Sehr wohl, mein Sith Lord. Ich halte euch über meine Fortschritte auf dem Laufenden. Ah, ich bin froh, dass ich eure Aufmerksamkeit erregt habe. Das Imperium hat mich geschickt, um über den exklusiven Verkauf verschiedener neuer Rüstungsmodelle zu verhandeln, aber die Verkäufer treiben die Preise in die Höhe. Ich würde es vorziehen, wenn diese Credits in den Händen des Imperiums blieben. Nun bin ich wirklich neugierig. Die Verbrecher, denen es gelungen ist, die Pläne für diese Modelle zu ergattern, haben ihre Bereitschaft signalisiert, sie dem Höchstbietenden zu verkaufen. Entweder ist die Republik bereit, wesentlich mehr zu zahlen als wir, oder diese Halunken versuchen, den Preis hochzutreiben. Ich habe in jedem Fall keine Lust mehr auf diese Spielchen. Lieber würde ich sie ausschalten und die Pläne mit Gewalt an mich nehmen. Wenn meine Zeit es zulässt. Hier finden die Verhandlungen statt. Sie werden nicht mit dieser Aktion rechnen, aber sie werden schwer bewaffnet sein. Willkommen. Ich bin General Colvin. Der Missionsleiter, wenn eure Zeit es zulässt, könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Der Imperator hat mir befohlen, ein großes Rätsel dieses Sektors zu lösen. Ein Komplex, der vor Jahrhunderten von einem Sith namens Darth Revan konstruiert wurde. Bei seiner Fertigstellung versiegelte Revan im Inneren eine mysteriöse Fracht, zusammen mit vielen fremdartigen Sklaven. Seitdem hat niemand den Komplex verlassen oder betreten. Wenn niemand herausgekommen ist, vermute ich, dass es ein Grab ist. Dann ist es das am besten geschützte Grab in der Galaxis. Der Komplex ist durch selbstreparierende, automatische Verteidigungsgeschütze und einen anscheinend endlosen Vorrat an Attentäter-Droiden geschützt. Beeindruckende Technologie. Wir haben mehr als ein Jahrzehnt versucht, diese Verteidigungen zu durchbrechen und sind gescheitert. Das ist mehr als absurd. Wir haben über 1000 Männer verloren, bis jemand die brillante Idee hatte, stattdessen Suchdroiden zu schicken. Davon haben wir über 10.000 verloren. Ich habe entdeckt, dass die Verteidigungssysteme des Komplexes den Reaktoren in diesem Sektor Energie entziehen. Die Besitzer dieser Reaktoren wissen nichts davon. Leider sind es unsere Feinde. Republikanische Sondereinheiten, Verbrecherkartelle und Söldnerarmeen. Sie werden ihre Reaktoren niemals freiwillig abschalten. Ich werde diese Reaktoren abschalten und jeglichen Widerstand ausräumen. Ihr ehrt mich mit eurer Unterstützung. Um Zugang zu Revans Komplex zu erlangen, muss jeder Reaktor abgeschaltet werden, der seine Verteidigungen versorgt. Wenn nur ein einziger aktiv bleibt, gelangen wir niemals hinein. Viel Glück. Rückzug, Männer! Hier sammeln! Was geht hier vor, wenn ich fragen darf? Wir sind dabei, der Republik eine schwere Niederlage beizufügen. Ich bin General Clickton und leite diese Operation im Namen von Lord Ratari, dem vom Rat der Sith die Verantwortung für Nash Shaddaa übertragen wurde. Warum greift ihr die Leute des Imperiums an? Wenn Ratari sich zeigt, muss niemand anderes leiden. Er ist anderweitig beschäftigt. Ihr gehört zu Das Barras. Ich habe Anweisung, euch auszuschalten, solltet ihr den Fehler machen, hier aufzutauchen. Diese Anweisung solltet ihr besser ignorieren. Das glaube ich kaum. Ihr seid umstellt und wir sind euch zahlenmäßig weit überlegen. Zum Angriff! Sir, der Sith hat beim Kampf gegen unsere Feinde viel Kraft verloren. Wir sollten die Gelegenheit nutzen. Nach dieser Vorstellung halte ich einen Kampf nicht für unsere beste Option, Vegland. Bleibt zurück und gebt mir Deckung. Sith, ich bin Commander Norlan. Ich bin für die Verteidigung verantwortlich. Ich bin unbewaffnet. Ihr riskiert viel dabei, mir ohne Waffe entgegenzutreten. Ich glaube nicht, dass mich ein Blaster retten würde. Wir wollen keinen Kampf. Aber wir können das Gebiet auch nicht einfach aufgeben. Was fordert ihr? Ihr lebt nur durch meine Gnade. Vielleicht brauche ich euch eines Tages noch. Dann könnt ihr den Gefallen zurückzahlen. Nun gut. Wenn eure Mission nicht den Interessen der Republik widerspricht, verspreche ich, euch zu helfen. Hier ist meine Holofrequenz.
Ich werde euch antworten. Ihr habt mein Wort. Bis wir uns wiedersehen, Sith. Männer, der Kampf ist vorbei. Kümmert euch um die Verwundeten. Meine Basis! Meine Basis wird angegriffen! Ich habe mich mit meinen letzten Leuten im Kommandozentrum verschanzt, aber die Türen halten nicht mehr lange! Wer ist für den Angriff verantwortlich? Ich weiß es nicht! Wir wurden nicht gewarnt! Ah! Sie sind im Kommandozentrum! Ich habe nie so viel Macht gesehen. Oh nein. Ich habe mich um die Reaktoren gekümmert. Revans Komplex ist nun schutzlos, General Colvin. Großartig. Nach all diesen Jahren erfahren wir endlich, welche Geheimnisse Revan hinterlassen hat. Da ihr es ermöglicht habt, ist es nur fair, dass ihr Revans Komplex zuerst erforschen dürft. Findet heraus, was mit den fremdartigen Sklaven geschehen ist, bergt Revans geheimnisvolle Fracht und kehrt mit euren Entdeckungen zurück. Ich wäre stolz, helfen zu dürfen. Nun, da die Reaktoren deaktiviert sind, wird der Auftrag nicht mehr ganz so unmöglich sein wie vorher. Viel Glück. Manuk Merakanaja, Kina Mabam, Yak Manala. Meraka Kemiam Angam Nemnu, Namgam Pak Unaki Jak. Memgam Gangi, Nina Gegwan, Amnerna Hanak, Kamperem Ganyam Bajiyam, Manikikum Bukam. Hier ist das Geheimnis, welches Darth Revan in diesem Komplex vor uns verborgen hat. Was? Dieser winzige Krümel ist alles, was ihr in dem riesigen Komplex gefunden habt? Die Sklaven waren schon lange tot. Dies war das einzig Interessante dort. Enttäuschend. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, dass uns jemand zuvorgekommen ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, Opfer eines schlechten Scherzes zu sein. Anscheinend hatte Darth Revan einen seltsamen Sinn für Humor. In Revans Komplex befindet sich nichts mehr von Wert. Ich hoffe, der Imperator ist nicht genauso enttäuscht wie ich. Wie auch immer, ihr habt euer Leben für meine Operation riskiert. Ich bin euch dankbar. Ich schicke das Fragment sofort zur Untersuchung nach Drom und Kaas. Unglücklicherweise muss ich nun gehen. Ich habe gerade ein Hilfegesuch von meinem Kollegen Major Damarus in Netzzugriff erhalten. Falls ihr dorthin unterwegs seid, könnte er euch brauchen. Offensichtlich hat euch Darth Barras nicht genau darüber informiert, mit wem ihr es zu tun bekommt. Diese Demonstration sollte dieses Manko beheben. Ihr wollt Agent Delocon. Ihr wollt mich. Ich werde nicht mehr schwer zu finden sein. Ich bin auf dem Dach der Satellitenplattform beim Netzzugriff. Wenn ihr es wagt aufzutauchen, garantiere ich euch ein Duell auf Leben und Tod. Fühlt euch geehrt. Ha, er ist ein Narr, wenn er glaubt, dass wir in einen so offensichtlichen Hinterhalt hineintappen, oder? Ich werde vorsichtig sein. Hey, Moment! Was ist mit diesem Kommandanten der Republik, dessen Hintern ihr gerettet habt? Er schuldet euch was. Ich habe geahnt, dass ihr euch meldet, Sith. Ich kann nicht behaupten, dass ich mich darauf gefreut habe. Ihr solltet froh sein, die offene Rechnung zwischen uns begleichen zu können. Das bin ich, glaubt mir. Es bereitet mir nur kein Vergnügen, dem Wunsch meines Feindes verpflichtet zu sein. Ein Soldat bezahlt seine Schulden. Sagt mir, was getan werden muss. Einen Moment bitte, Major Damarus vom Kriegsministerium. Ich brauche eure Talente für eine sehr dringende Mission. Was hat denn das mit dem Hutten zu tun? Dies ist mein Partner, Kabura der Hutte. Sein Kartell leitet den Netzzugriffsektor, das Herzstück des gesamten galaktischen Holonetzes. Die imperiale Sicherheit steht auf dem Spiel. Es ist technisch unmöglich, die Abwehr der Hutten zu durchbrechen und so viel Kontrolle zu erlangen. Ihr müsst der Sache auf den Grund gehen, und zwar unverzüglich. Es gibt fast nichts, das mich weniger interessiert. Durch eure Fähigkeiten seid ihr die ideale Person, um die Sache zu übernehmen. Es ist so gut wie unmöglich, ins Datenzentrum zu gelangen.
Im Netzzugriff gibt es eine Reihe von gut bewachten Konsolen. Jede besitzt einen eigenen, zeitlich begrenzten Code. Beschafft sie euch alle und eilt dann zum Datenzentrum. Wenn ihr das Datenzentrum-Zugangsterminal mit allen Codes erreicht habt, melden wir uns mit weiteren Anweisungen. Verstanden? Die Codes beschaffen, die Konsolen zerlegen, nicht bei euch melden, wenn ich dort bin. Viel Erfolg! Wunderbar. Was für ein schönes Exemplar. Ihr könnt eine Klinge führen und ihr seid reif zur Verbesserung. Ich könnte euch so schön machen. Ganz schön mitteilsam. Ich verbringe den Großteil meiner Zeit damit, mir das Innere von Fremden anzuschauen. So nah stehen wir uns noch nicht. Das Imperium sieht die Schönheit meiner Arbeit. Es hat mir einen lukrativen Auftrag für meinen neuesten Reflexverstärker angeboten. Ich muss Ihnen nur garantieren können, dass das Produkt so funktioniert wie angegeben. Ihr könntet mir helfen, die Wirksamkeit unter Beweis zu stellen. Ihr werdet nicht an mir rumoperieren. Aber ihr sollt meine Implantate doch gar nicht verwenden. Noch nicht. Ich möchte euch beim Test als Vergleichsmaßstab benutzen. Ich habe meine Implantate einer ziemlich bösartigen Verbrecherbande zum Selbstkostenpreis überlassen. Jetzt muss ich demonstrieren, wie sehr sie dadurch verbessert wurden. Wenn ihr diese medizinische Sonde einsetzt, bevor ihr sie provoziert, wird sie ihre Leistung aufzeichnen. Ganz einfach, nicht wahr? Wie soll ich sie denn provozieren? Ihr müsst nur durch ihre Wir laufen. Für diese Hohlköpfe ist das bereits ein Grund zur Gewalt. Verschont sie nicht, sonst verfälscht ihr das Ergebnis. Lord Ratari nehme ich an. Endlich stehen wir uns gegenüber. Ah, ihr seid gekommen. Ihr seid nicht so vorsichtig wie euer Meister. Das gefällt mir. Delokon, hier ist Barras Lakai. Sagt, was ihr zu sagen habt und tut es, bevor ich diesen Möchtegern-Attentäter getötet habe. Barras ist verrückt und paranoid. Ich war ein treuer Diener und meine Deckung war intakt. Hat er etwa erwartet, dass ich mich damit abfinde, ermordet zu werden? Einfach auf den Tod warte? Kommt schon, redet mit Barras. Vielleicht hört er auf die Vernunft. Haltet ihr mich für so dumm? Auf gar keinen Fall. Delokon und alles, was er über die Operationen eures Meisters weiß, sind jetzt mein. In 100 Jahren, wenn ich eine Legende unter den Sith bin, werden euer und Barras Tod durch meine Hand nicht mal eine Fußnote wert sein. Ich könnte mich jedoch nie dazu herablassen, mich mit einem bloßen Schüler, wie ihr es seid, zu duellieren. Ihr habt diese Ehre nicht verdient. Ein Sith Lord sollte zu seinem Wort stehen. Wie naiv. Lügen und Täuschungen sind wichtige Waffen im Arsenal der Sith. Diese Männer sind meine Elitewache. Ausgebildet zum Kampf gegen Sith. Die Hälfte von ihnen könnte euch bereits töten. Aber ich will niemanden bevorzugen. Ich warne euch, Ratari. Gebt besser auf. Jetzt! Das ist das Signal, Männer! Los! Anscheinend habe ich eure Findigkeit unterschätzt. Männer! Erledigt diese Narren der Republik. Angriff! Ich gebe auf. Noch nie habe ich solche hohe Kraft gesehen. Der Sieg und der Mond gehören euch. Ich übergebe das Zepter freiwillig. Die Gefahr, die Delokon für euch und euren Meister dargestellt hat, ist mit ihm gestorben. Ich hoffe, das stimmt euch mir gegenüber wohlgesonnen. Ihr hättet ihn nicht töten sollen. Wieso? Barras hätte keine Gnade akzeptiert. Und ihr solltet ihn nicht misslich stimmen. Noch nicht. Jetzt wird es mir klar. Eines Tages werdet ihr euch über euren Meister erheben. Ihr, nicht ich, werdet Darth Barras Ende sein.
Gewährt mir Gnade, damit ich es miterlebe. Ehrt mich mit einer unwichtigen Rolle dabei. Ich habe heute genug getötet. Sorgt dafür, dass ich nie wieder etwas von euch höre. Ihr habt mir die Flügel gestutzt, mich erniedrigt. Mit einem Handstreich wurde meine Kühnheit ausgelöscht. Ich verzichte auf meine Stellung auf diesem Mond und im Imperium. In der Galaxis gibt es noch mehr als Herrschaft und Krieg. In Ordnung, Sith. Jetzt sind nur noch ihr und ich und meine Männer übrig. Euer Ziel ist erfüllt. Können wir gehen? Ihr habt mir gut gedient, Commander. Geht in Frieden. Ihr habt den Sith gehört, Männer. Gehen wir zurück in unser Revier. Zum Glück ist es endlich vorbei. Vielleicht können wir jetzt zum Schiff und runter von diesem Felsen. Lord Barras wird einen Bericht erwarten. Na dann, grüßt ihn von mir. Ich kann es kaum erwarten, zurück in mein Quartier zu gehen und eine Runde zu schlafen. Ihr habt die Codes eingegeben. Ausgezeichnet. Kabura? Rundikaba, Kyotopa, Bubandabakamushanita. Endlich. Begibt euch ins Datenzentrum, findet den Saboteur und schaltet ihn aus. Ich werde mich darum kümmern. Seid auf alles vorbereitet. Damarus Ende. Da seid ihr ja. Ich bin Axis, der Wissenssucher. Wie ihr seht, bin ich unantastbar. Wir werden jetzt eine Abmachung treffen, die für uns beide vorteilhaft sein wird. Warum sollte das Imperium eine Abmachung mit euch treffen? Ich erfahre alles. Alle Informationen, alle Geheimnisse, alle Daten der Galaxis. Ich will gerne alles, was ich erfahre, an euer Imperium weiterreichen. Doch ich muss hier bleiben. Das ist die Abmachung, die ihr eingehen werdet. Ich überlebe und das Imperium bekommt Wissen und einen Vorteil. Woher soll ich wissen, dass das der Wahrheit entspricht? Ich werde die Abmachung einhalten. Alles andere wäre irrational. Ihr habt mich einmal gefunden, also könntet ihr es auch wieder tun. Geheimhaltung ist für die Abmachung sehr wichtig. Die Hutten werden meine Gegenwart hier nicht dulden. Sie müssen also glauben, dass ich getötet wurde. Große Generatoren versorgen die Einrichtung. Ihr müsst alle bis auf den Notgenerator überladen. Das wird die Einrichtung verwüsten und den Anschein erwecken, ich sei getötet worden. Was ist mit dem Notgenerator? Der Notgenerator wird normal weiterlaufen, um meine Schilde zu erhalten. So werde ich die Zerstörung der Einrichtung überleben. Die Generatoren werden gut bewacht. Seid vorsichtig. Und freut euch auf das unendliche Wissen, das euer Lohn sein wird. Bitte melden. Hier Major Damarus. Ich wurde bereits von diesem Axis kontaktiert. Wirklich beeindruckend. Innerhalb weniger Minuten erhielt ich die Reisepläne aller republikanischen Senatoren für die nächsten 6 Monate. Ich denke, ich verdiene eine bessere Entlohnung. Ihr werdet entsprechend eurer Dienste für das Imperium belohnt. Die Hutten haben noch nichts bemerkt. Ihre Notfallsysteme fahren bereits hoch. Der Netzzugriff ist vorerst gerettet. Ich muss dem Kriegsministerium Bericht erstatten. Eure Hilfe wird nicht vergessen werden. Damarus, Ende. Welch köstliches Spektakel. Und meine Testobjekte haben sich wacker geschlagen. Jetzt wird wohl niemand mehr an der Qualität zweifeln. Kommt schon. Ich werde dafür sorgen, dass ihr nicht zu kurz kommt. Sehr gut. Delocon eliminiert und Lord Ratare vertrieben. An diesen Tag wird man sich noch lange erinnern. Der Verlust von Halidrell Setzen ist unglücklich. Doch der Zweck heiligt bei weitem die Mittel. Sie hat euch gut gedient, Meister. Auch ich hatte eine Schwäche für sie. Du hast meine beiden kompromittierten Agenten eliminiert. Jetzt ist die Zeit gekommen, uns auf Nomen Kaa und seinen begabten Padawan zu konzentrieren.
Es scheint, als wäre unser Gegner gleicher Meinung. Deine Bemühungen bleiben nicht unbemerkt. Nomen Kahr war umtriebig. Sprecht nicht in Rätseln, sondern sagt mir, was geschehen ist. Mit diesem Ton solltest du mir gegenüber vorsichtig sein. Das ist eine Warnung. Es scheint, als würde dein Schiff verfolgt. Ein ausgeklügelter Sensor verfolgt all deine Bewegungen. Ich habe das Signal zu einem Raumhafen in einem Sektor in deiner Nähe zurückverfolgt. Nomen Kahr hat ganz sicher damit zu tun. Für mich klingt das, als wärt ihr krank. Deine Zweifel missfallen mir. Ich erwarte stets uneingeschränkten Respekt. Fühle dich gewarnt. Ich habe die Koordinaten an deinen Hauptcomputer geschickt. Begib dich dorthin, docke an die Station an und hinterlasse einen bleibenden Eindruck. Was bedeutet euch Familie? Ich meine, müssen das Leute sein, mit denen man tatsächlich verwandt ist? Wenn man anderen nahe ist, werden sie zur Familie. Manchmal ist es gleich, ob es einem passt oder nicht. Niedlich! Ich werde das einfach mal als Kompliment auffassen. Als ich für Nock Drayen gearbeitet habe, während dieser Piratengeschichte, hatte er eine Tochter in meinem Alter, Risha. Ist nicht so, dass Nock besonders nett zu ihr gewesen wäre oder so. Aber er hat sie Prinzessin genannt und ich wünschte mir, ich wäre sie. Jemanden im gleichen Alter zu haben, kann großartig sein. Oder schrecklich. Es war toll. Immer großartig. Risha war stark und klug. Sie konnte an Bord alles tun und ich ging mit ihr überall hin. Plötzlich hatte ich wieder eine Schwester. Jahrelang hieß es nur Risha und ich gegen die Galaxis und jeden, der uns das Leben schwer machte. Erinnerungen an die guten Zeiten im Leben sind später Gold wert. Wer seid ihr und was habt ihr mit dem Sith gemacht, den ich kannte? Am Ende schmiedete Nock einen geheimen Plan, an dem ich nicht teilhaben konnte. Sie sind scheinbar beide dabei umgekommen. Aber eine Zeit lang war ich glücklich, sehr glücklich sogar. Genug davon.